Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, wir sind mal wieder hier beim Abschmied auf den 90er Maps. Dabei ist wieder Skyman, schildert gerade auch bei mir auf dem TS. Und ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen versuchen, hier wieder ein paar Waffen, ein paar Rüssis und so zu uppeln. Die Materialien dafür haben wir natürlich parat. Und ja, ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Machen wir erstmal drei Schlachtis haben wir. Alle plus 6. Ja, plus 7 klappen die besser. Haben ja auch schon ein paar geschrieben in den Kommentaren. Aber wir haben jetzt gerade nur plus 6er. Versuchen wir das Ganze doch mal. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen und... fehlgeschlagen. So schnell geht das. Ja, wir haben hier aber noch eine Himmel-Erde-Glocke. Da haben wir's. So, so. Und fehlgeschlagen. Überraschung. So. Was haben wir denn hier noch? Ja, ein paar SSPs haben wir. 2 plus 6, 2 plus 7. Schauen wir doch mal. Ich wette, das wie da. Also, dass das immer noch nicht gefixt worden ist. So, muss ich mich jetzt nur mal kurz versichern, dass ich jetzt nicht hier irgendwie meinen persönlichen SSP abhöre. Ach, ich habe übrigens hier auch so Weihnachtsklamotten an, hat Skyman mir eben für den Part geliehen. Auch wenn jetzt Weihnachten vorbei ist. Aber schaut schick aus, wa? So, wollen wir mal die SSPs. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen, beide plus 6er kaputt. Ein plus 7er kaputt. Ach, alles kaputt, ey. Das lohnt sich doch mal. So. Dann hier das nächste Abmaterialzeug. Ah, da. So. SWA wird klappen. Natürlich nicht. Yay. Also langsam sollte aber mal was klappen hier. Jetzt haben wir... ich glaube, jetzt haben wir alle Abmaterialien drin, ne? Jo. Brauchen wir nachher nur noch die Rüstungen. MPPs. Hier, die sind plus 7, alle 4. Haben wir doch mal viel, viel, viel... erfolgreich. Ein Knochenplattenpanzer. Wow. Ja, machen wir jetzt noch die Charmi-Dinger. So, plus 6, plus 6, plus 7. Mal Bonis gucken. Gut, ist nichts drauf. Warum haben wir denn hier jetzt noch einen plus 7er SSP? Gehen wir den nochmal rein. So. Ja, machen wir hier mal ein bisschen was durch. SSP kaputt. Charmi-Rüssi-Putt. Und eine goldene Kleidung. Das heißt, ein Knochenplattenpanzer, eine goldene Kleidung. Hat sich das gelohnt? Oh, geht so. Ja, auf jeden Fall war es das für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So, da hat der liebe Fossi einen kleinen undynamischen Schnitt gesetzt. Aber beim Bearbeiten habe ich gemerkt, dass das Video doch ein bisschen kurz war und deswegen habe ich hier noch ein paar Weihnachtsdrohnen mit reingeschnitten, die ich bekommen habe, weil ich hier die Socken abgegeben habe. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Weihnachten gut überstanden, die Keksaktion und so war auch ein voller Erfolg. Für die Leute, die es nicht wissen, Weihnachten sind wir halt mit ein paar Kollegen und so rumgefahren und haben ein paar Arbeiter besucht, so im Krankenhaus und Kaserne und sowas, und da ein paar Kekse verteilt etc. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Erfolg. Bin mittlerweile auch wieder ganz gut auf dem Damm, das heißt nicht mehr wirklich krank, also mir geht's auf jeden Fall viel besser, muss nicht mehr so viel husten, ab und zu dann halt nochmal so ein bisschen Hals kratzen und so. Wie jetzt gerade im Moment auch. Aber das überschatten wir mal eben, nicht wahr?
Und ja, ansonsten. Ja, da muss ich doch husten. Schnell was getrunken. Dann klappt das auch wieder. Ja, ich habe auch die 5000 Abonnenten erreicht. Das heißt, wenn ihr dann eine Idee habt, was ich machen könnte als Special, schreibt es in die Kommentare. Kann auch ruhig aufwendig sein und so. Aber sollte halt nicht unbedingt was mit DR zu tun haben. Und ansonsten, ja, war es das eigentlich für diesen Part? Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, auch so mit den Appen davor und so. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.